Seipold. Was, Herr Seipold? Nein, nein, der ist nicht da. Aber nein, er wohnt überhaupt nicht mehr hier. Mein Gott, wie oft ich das noch hören werde. Sagen Sie bitte, hat der Film schon angefangen? Seit 10 Minuten. Hm. Trotzdem bitte. Pater. Was abhauen! Habe ich gedacht, ich hole dich ab. Ja, passt mir zwar nicht besonders Wieso, gut. Wieso? Hast du denn was vor? Du wolltest mir die Haare waschen. Ja, macht doch nichts. Leist dich dir dabei Gesellschaft. Komm. Sag mal, können wir uns jetzt beide nicht mal einen Augenblick unterhalten? Du! Ist was? Ob wir uns nicht einen Augenblick mal beide unterhalten können. Also gut. Bitte, ich soll also aufhören. Ja, natürlich. Dein Haar muss jetzt wirklich strohtrocken sein. Strohtrocken sind sie wahrscheinlich noch nicht, aber... Also? Na, was ist los? Du hast ja vielleicht heute deinen charmanten Tag. Ach, entschuldige, es ging heute ziemlich wild bei uns zu. Bin ein bisschen K.O., das musst du doch verstehen. Ja, verstehe ich auch. Bin gar nicht so dumm, wie du denkst. Weiß genau, dass du dein Geld nicht im Schlaf verdienst. Musst dich auch ausruhen, wenn du nach Hause kommst. Aber vor allen Dingen müsstest du gut und regelmäßig essen. Das wäre nämlich das Wichtigste. Ja, 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 ich weiß. Wirst mir aber nicht verbieten können, mir Sorgen zu machen. Siehst nämlich elend aus und überarbeitet. Ja, ist ja auch eine Verantwortung. Schließlich eine Apotheke. Nun mach aber mal einen Punkt, Matka. Ich bin nicht der einzige Mensch, der arbeitet. Ja, aber dann der Haushalt, wenn du abends nach Hause kommst. Ich meine, die Wohnung muss ja schließlich sauber gemacht werden. Sag schon, Matka, was willst du eigentlich? Hm? Sag mal, gibt's in deinem Jungfrauenhaushalt nicht mal einen kleinen Cognac oder einen klaren? Einen Schnaps willst du haben, na komm. Ja. Mal sehen, was ich für dich tun kann.
Hier. Reicht dir das? Oh, sieh mal an. Sonst heißt es immer, die deutsche Frau trägt ihre Flasche in der Tasche. Aber diesmal hat sie es im Eisschrank. Trink aber nie, wenn ich allein bin. Na, hoffentlich. Ich bin zu gefährlich. Willst du eine Birne oder einen Plan? Na, natürlich. Ach. Birne. Hoppla. So. Skål, wie mein feiner schwedischer Bruder zu sagen pflegt. Auf meine Kinder und Kindeskinder. Bei mir wirst du da noch eine Weile warten müssen. Ja, leider. Als Apothekerin kommst du viel zu leicht an die Pille. Ich wäre nämlich sehr gern mal wieder Großmutter geworden. Und Klaus-Kindern habe ich doch nicht. Leben doch in Stockholm. Sag mal, was zahlst du im Augenblick für diese Wohnung? Für die Wohnung? Mhm. 320, glaube ich, alles in allem. Na, hör mal, ist doch der helle Wahnsinn. Ich habe eine 3,5-Zimmer-Wohnung und zahl doch nur ein paar Mark mehr. Ja, mach was. Ich finde, du kannst was machen. Soll ich zelten? Nein, aber zu mir ziehen. Das fehlte mir noch zu meinem Glück. Ja, aber du, wir könnten doch beide eine Menge Geld sparen. Und uns dafür gegenseitig umbringen. Oh, das ist doch Unsinn. Sieh mal, du brauchst nur ein Drittel der Miete zahlen, du. Und mein Etat wurde dadurch auch kleiner. Bei mir zählt wirklich jede Mark. Ich koche uns abends immer was Feines. Und wir machen es uns dann so richtig gemütlich. Hm? Naja. Wir sind beide nicht mehr so allein. Ich bin ja gar nicht allein. Wieso nicht? Weil ich nicht allein bin. Das ist doch ganz einfach. Es tut mir wahnsinnig leid, Magda, dass ich dich enttäuschen muss. Wieso braucht ihr gar nicht leid zu tun? Bin schon so oft im Leben enttäuscht worden, daran gewöhnt man sich. Magda, bitte, nicht wieder eine Szene. Was heißt denn wieder eine Szene? Sprichst ja wirklich schon wie dein Vater. Ich mache keine Szene, ich hasse überhaupt Szenen. Aber wenn andere laut werden und umherrennen, dann sagen sie immer, man macht Szenen. Ach, kommt mir das alles bekannt vor. Können wir nicht bitte wieder aufs Thema zurückkommen? Bitte, bitte, gerne. Könntest du dich freundlicherweise aber wieder setzen, ja? Ich bin nicht besonders groß. Und wenn da noch jemand vor mir steht und immer auf mich heruntersieht, kriege ich leichte Beklemmung. Nun hör mal zu, Matka. Hm? Ich bin mittlerweile ein erwachsener Mensch. Ja, ziemlich erwachsen. Ich bin 33 Jahre alt. Ich kann nicht wieder Kind im Haus werden. Ich will kommen, wann ich will. Ich will gehen, wann ich will. Ich will meine Freunde einladen, wann ich will. Ja, ich. Ja, hör doch schon auf. Ich hab verstanden. Du denkst doch immer nur an dich. Ansonsten nichts. Jetzt bist du aber aufgestanden. Ja, aber weil ich gehe. Oh, Matka, komm, mach keinen Quatsch. Ich hatte einen kleinen Augenblick gehofft, wir zwei. Wir könnten uns zusammentun und aus unserer Situation etwas Vernünftiges machen. Ich bin mit meiner Situation ganz zufrieden. So wie sie ist. Ich weiß, hast du mir deutlichst zu verstehen gegeben. Ich möchte dich auch nicht weiter stören. Ach, so war das doch gar nicht gemeint. Oh, auch das kenne ich. Auch das habe ich stundenlang in meinem Leben gehört. Gott sei Dank gibt es aber noch Menschen, die mich gerne sehen wollen. Ich fahr zu Klaus. Was, du willst nach Stockholm? Ja, natürlich. Klaus und Sigrid haben ja oft genug geschrieben, dass sie Sehnsucht nach mir haben. Ja, mein Fräulein, so etwas gibt's. Matka, pass auf. Du kennst Klaus. Ach komm, wünsch mir eine gute Reise und lass dir's gut gehen. Tschüss. Ja, tschüss. Die Kleine heißt Pamila. Ist ein hübscher Name, nicht? Wird aber Nila genannt. Und der Junge heißt Niklas. Na, sehr niedlich. Ja, und das ist meine schwedische Schwiegertochter. Ah. Die arbeitet in einer Bibliothek. Ah, dann hat sie ihr Sohn eine Schwedin geheiratet. Ja. Und was Besseres konnte er überhaupt nicht finden. Ich sag ihm das sehr gut im Hause. Nur eben alle schwedisch. Und die Ehe geht gut? Hervorragend. Ja, mein Sohn ist doch noch nicht 30 und leitet schon die Niederlassung einer deutschen Im- und Exportfirma. Ja? Mein Schulenglisch? Eine einzige Katastrophe. Na, wenn Sie Schwedisch sprechen, ist das doch egal. Sag mal, wie kommen Sie denn darauf? Nicht ein einziges Wort. Aber nein, ich war doch nur nein. Ich war ja nur zweimal dort. Und das nur eine Woche. Letzte Mal bei der Taufe der Kleinen. Ja, hoffentlich haben Sie da keine Probleme. Ich meine mit der... Überhaupt keine. Meine Schwiegertochter spricht ein fabelhaftes Deutsch. Und die Kinder haben es inzwischen auch gelernt. Ich gehe nie allein dort aus dem Haus. Ja, Sie haben es gut. Das ist doch auch ganz was anderes, als wenn man als Tourist in einer fremden Stadt lebt. Na ja, aber auch anstrengend. Wissen Sie, Kinder wollen dann doch alles immer zeigen, nicht? Und dann hat man nie einen Tag Ruhe. Seien Sie doch bloß froh. Im Allgemeinen heißt es doch heute Besuch und Fisch. Aber bei uns ist es gerade das Gegenteil. Unsere Kinder, die sind selig, wenn sie mich eine Weile kriegen. Ich bin dein Steg von kalt.
Gute Frage, gut. Wie du eine? Kommen wir straks til spor. Perihund! Perihund! Hallo! 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 Die Reise war sicher anstrengend. Du kannst dich gleich zu Hause hinlegen. Hinlegen, ich denke nicht dran. Bin noch nicht hergekommen, um zu schlafen. Aber schön, wieder in Stockholm zu sein. Du bist ein Glückspilz, Junge. Sag ich mir auch den ganzen Tag. Und mit Recht hat sich aber viel verändert, seitdem ich das letzte Mal da war. Ja, ganz so schlimm ist auch wieder nicht. Nur schon allein die beiden hier, die sind doch so groß geworden, kaum zum Wiedererkennen. Na, weil wie ist das, wenn du unser neues Haus hast? Ja, aufs neue Haus bin ich gespannt. Komm mal, was setz du erst mal rein? Was auf dem Todessitz, willst du mich wohl gleich wieder los sein? Wir wollen dir doch die Stadt zeigen, also wirst du angeschnallt. Sieh mit. Ja. Wie sagt Mama hier, wenn Zettel was zeckeln will? Ja, ja. So, danke schön. Hallo, da gut. Das Stadthaus, Mutter. Kenn ich doch. Sieht doch genauso aus wie das letzte Mal. Sicher. Sag mal, Niklas. Aber die Brücke, die jetzt kommt, die ist neu. Die ist erst im vorigen Jahr fertig geworden. Sehr hübsch. Aber du, in Hamburg wird auch mächtig gebaut. Ich sagte, du würdest überhaupt nicht wiedererkennen. Na, Niklas, was ist nun? Erinnerst du dich noch an die Omi? Du, Farmer fragt, ob dich Henriette in deine Furt fahren will. Wieso? Hat er mich jetzt nicht verstanden? Unsere beiden sprechen noch kein Wort Deutsch. Was? Das ist doch nicht wahr. Warum denn? Du, wo fährst du denn jetzt hin? Nach Haus. Wohin sonst? Ja, aber hör mal, wir sind doch schon mitten auf dem Lande. Hat dir den Sieger nicht erzählt, dass wir auf dem Dorf wohnen? Glaub ihm kein Wort, Mutter. Wellingby ist ein Vorort. Ganz bequem zu erreichen. Mhm. Und wie geht's dir überhaupt so beruflich? Oh. Wenn ich die Filiale in Oslo noch dazu bekomme, dann bin ich schon wieder ein ganzes Stückchen weiter. Oslo? Oslo willst du jetzt auch dazu nehmen? Sag mal, Junge, ist das nicht ein bisschen viel für dich? Klaus hat einen sehr gesunden Appetit. Augenblickchen, Mama, ich helfe dir gleich. Lass mal, bin ich gar nicht mehr gewohnt. Vater war in letzter Zeit nicht sehr aufmerksam. Jedenfalls nicht zu mir. So, was ist denn euer Haus hier? Das in der Mitte. Was? Ja? Was ist das hier? Na, wie gefällt's dir? Doch, doch, sehr hübsch. Aber nicht sehr groß. Haben wir denn hier alle Platz? Na, Hauptsache du und die Kinder passen rein. Wir schlafen im Zelt. Affe, du? Musst gar nicht auf ihn hören. Nein. Komm rein, Mutter, du wirst staunen. So findet man ihn. So. Die Fußfuhre nicht dann. Du, was hat er jetzt gesagt? Er erlaubt dir, in seinem Zimmer zu schlafen. Oh, sag ihm, dass ich dankbar dafür bin. Und du kriegst eine ganz große Tafel Schokolade. Niklas, wird mal fahren, muss er ja eine Tigette jättekübel hat und so weit dir drum. Und dafür fuhr du einen Stuhl Schokolade auf den Tieren. Ja, eine Cola. Eine Cola? Ja. Na bitte, international verstehen wir uns schon. So. Und jetzt aber gute Nacht. Jetzt sehe ich mal nach Klaus. Was ist jetzt wieder los? Sie wollen, dass ich noch hier bleibe. Aber gerne, das tue ich gerne. Ich wünsche euch aber eine so, schöne gute Nacht. So, Mutter, bitte Mutter, geh runter, sonst kriege ich sie heute nie ins Bett. Ach so, schade. Also, gute Nacht, ihr beiden Läusebuschen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Die Kinder sollen nicht so angeben, sonst wird nie Ruhe. Ach, ist doch der erste Abend. Ja, aber mal muss Schluss sein. Mein Gott, bist du immer so streng? Ja. Du bist früher auch nicht viel zarter mit uns umgegangen. Aber wenn es nach denen ginge, dann würden die doch die ganze Nacht aufbleiben. Wirklich praktisch habt ihr es hier. Oh, das hat auch eine ganz schöne Stange Geld gekostet. Ja, hat sich aber gelohnt. Soll ich dir helfen? Hey, lass mal, Mutter, setz dich einen Augenblick hin. Erzähl ein bisschen was. Ich finde das einfach prima, dass du Sigrid so im Hause hilfst. Das ist doch selbstverständlich. Da war dein Vater aber anderer Meinung. Muss ich schon todkrank sein, wenn der mal was angefasst hat. Wie geht's ihm denn?
Wie soll's ihm gehen? Gut natürlich. Ist mich doch los. War das eigentlich wirklich nötig, die Scheidung? Ja. Na, ihr müsst's ja wissen. Ich versteh's bis heute noch nicht. Was gibt's daran zu verstehen? Dein Vater wollte weg. Und Reisende soll man nicht aufhalten. An uns habt ihr wohl überhaupt nicht gedacht dabei. Was an euch? Ihr seid doch erwachsene Menschen. Lebt doch euer eigenes Leben. Habt ihr denn mal an uns gedacht? Na, in dem Alter lässt man sich doch nicht mehr scheiden. Also ich finde die ganze Geschichte einfach peinlich. Ja, du hast schon überlebt. Tust mir jetzt einen Gefallen? Hm? Lässt du das Thema? Gut. Was wollen wir nachher trinken? Weißen oder roten? Weißen oder roten. Anständigen Cognac natürlich. Was denn? Du hast Cognac mitgebracht? Ja, natürlich. Weißt du, wie teuer der hier ist? Werd euch doch nicht verdursten lassen. Also, ich hol ihn. Na, hast du es geschafft? Wie heißt das in Deutschen? Man soll den Tag loben, aber nicht den Abend. Sagt man nicht so? Genau so sagt man. Ich komme gleich wieder. Ich hol was für euch. Ja, der war der Löhne, das ist ja der Fall. Auch nicht heim so. Siegel, ich glaube, es ist besser, wir reden Deutsch miteinander, solange Mutter im Haus ist. Sonst geheimnisst du noch, weiß Gott, was in unser Schwedisch war. So wie du früher. Weißt du noch, wie du andauernd Verschwörungen gemietet hast? Naja, wenn man eine Sprache nicht versteht, glaubt man immer, die Leute reden überall. Essen willst du, dann setzen wir vorher noch ein bisschen zusammen. Sobald ich uns erst das Essen aufsetze. Nee, Mutter hat einen Kontakt mitgebracht, da stoßen wir erst mal an. Ah. Sie sind gut beieinander, findest du nicht? Oh. Lässt sich eigentlich nie viel anmerken. Aha, das hast du also auch von ihr. Na, was hat er auch von mir? Deine Verschwendungssucht. So, hier. Sag mal, Mutter, bist du wahnsinnig geworden? Es ist doch nicht Weihnachten. Doch, wenn ich hier zu Besuch bin, dann fallen Weihnachten und alle Geburtstage auf einen Tag. Also Mama, du wirst wirklich nie zu was bringen. Oh, danke. Ich danke dir, Mutter. Aber muss das dann gleich so eine große Flasche sein? Soll ich dir mal was verraten? Die großen Flaschen, die werden genauso schnell leer wie die kleinen. So, jetzt wollen wir aber erst mal einen zur Brust nehmen, bevor wir hier in Familienseligkeiten ertrinken. Skål, wie mein feiner schwedischer Bruder immer zu sagen pflegt. Was heißt denn das? Also sagt doch Biggie immer, wenn sie das Wort Skål hört. Feiner schwedischer Bruder. Ja, wieso? Das ist doch keine Beleidigung. Also im Gegenteil. Nun wollen wir jetzt endlich trinken? Ja, natürlich. Skål. Und hjärtligt willkommen till Stockholm. Also dann, Skål, mein Junge. Prosit. Auf meine feine deutsche Schwester. Gut. Mhm. Wie geht sie eigentlich? Ist sie immer noch so schrecklich charmant oder wird sie langsam erwachsen? So erwachsen wie du wird sie nie. Aber es geht ihr sehr gut. Sie lässt euch herzlich grüßen. Übrigens, Biggie verdient jetzt eine Menge Geld. Mir tut es leid, dass wir so weit auseinander wohnen. Ich glaube, ich könnte mich wunderbar mit Brigitte verstehen. Mhm. Das bezweifle ich aber. Nun mach aber mal endlich einen Punkt. Die beiden haben sich immer gekabbelt. Ah, oh, seht mal eure beiden Nachteulen. Wir haben gesagt, gute Nacht, Papa. Grund finden die doch immer. Sag mal, was haben Sie denn gesagt? Wir wollen mir gute Nacht sagen. Ach so. Und dann bin ich klar. So, und nun kommt ihr beiden, jetzt zeige ich euch eure Geschenke. Nee, Mama, nicht heute Abend, da schlafen Sie die ganze Nacht nicht. Wirklich, Mutter, es ist besser, wenn du ihnen diese Sachen morgen Ja, aber dann ja? Sag's ihnen. Ja, und die Bulle legen es näher, du so vorne und die jette fint auf einmal. Brava! Brava! Gunnacht, Mila. So, Gott. So, Natti. Muss schon sagen, die beiden verstehen sich prima. An Sonnenfeiertagen, ja. Nein, Engel sind wirklich nicht. Was ich euch fragen wollte, warum sprechen die eigentlich kein Deutsch? Weil Kinder in Schweden Schwedisch sprechen. Aber wieso sind doch keine schwedischen Kinder? Es sind unsere Kinder und dein Enkel. Ob sie Deutsch oder Schwedisch sind, wissen sie noch gar nicht. Trotzdem, ich finde, im Vaterhaus sollte man Deutsch sprechen. Du vergisst, dass es aber auch ihr Mutterhaus ist. Warum bist du jetzt gleich so auf 100? Bin ich gar nicht. Wir möchten nur unsere Kinder so erziehen, wie wir es für richtig halten. Darf ich nachgießen? Ja. So was Gutes gibt's im rauen Norden nicht oft. Pernilla ist den ganzen Tag im Kindergarten. Dort wird nur Schwedisch gesprochen. Und Niklas ist den ganzen Tag in der Schule? Ja, da wird auch Schwedisch gesprochen. Meine Fantasie reicht völlig aus, um mir das vorzustellen. Trotzdem bin ich der Meinung, zu Hause solltet ihr mit den Kindern Deutsch reden. Ist doch was Wunderschönes, zweisprachig aufzuwachsen. Natürlich ist das was sehr Schönes, Mutter. Aber vor allen Dingen musste ich Schwedisch lernen. Das war nämlich sehr wichtig, wenn ich vorwärts kommen wollte. Klaus spricht heute Schwedisch, als ob er hier geboren wäre. Ah, ja. Aber dann könntet ihr doch erst recht jetzt mit den Kindern Deutsch reden. Da hast du natürlich vollkommen recht, Mutter. Aber weißt du, mittlerweile ist Deutsch so eine Art Geheimsprache zwischen uns geworden. Wenn wir über etwas reden, was die Kinder nicht verstehen sollen, dann sprechen wir Deutsch miteinander. Und da wir enorme Geheimnisse haben, Mutter, möchten wir uns das natürlich noch gern ein bisschen erhalten. Ne? Seht ihr? Wenn man mir das vernünftig erklärt, dann ist eure dumme Mutter durchaus in der Lage, das zu begreifen. So, jetzt möchte ich aber trinken, dass wir eine schöne Zeit zusammen haben. Ja, komm,
Bier. Komm. Sekutiska. Hey, du lila Farmer. Willkommen, Oma. Aber Niklas, du sprichst ja plötzlich perfekt Deutsch. Farmer sagt, dass du toller, jättefin Tyska, Niklas. Ja, die? Na. Auf wie? Auf wie? Der Sehen. Der Sehen. Oma. Oma. Bravo, ich bin begeistert. So, je Farmerin auf jetzt gerade. Was hast du gesagt? Ja. Ach so, so. Oh, meine Süße. Komm hier gesund wieder, ja? Wir müssen uns beeilen. So, wiedersehen, mein Schatz. Also, wiedersehen, Mama. Mach's hey, gut. Wiedersehen, mein Junge. Heute Abend. Ja. Hey, du, schon verschickt. Sie sagt, ich soll vorsichtig fahren, sagt sie jeden Morgen. Ich will dir ausnahmsweise den Gefallen tun, aber nur, weil ich meine Mutter noch mal sehen möchte. Hey. Hey, du. Hey. Wiedersehen. Hey, du. Aber ich sag dir, ihr habt's hübsch hier. So schnell werdet ihr mich nicht mehr los. So, jetzt werde ich mich aber nützlich machen. Nicht, dass du auf die Idee kommst, abzuwaschen. Das stellen wir alles in die Maschine. Aha, liebe Frau, ich habe verstanden. Ich soll mich also nicht um die Küche kümmern. Das alles erledigt. Der hier. Ich muss mich beeilen. Ja? Wo liegt denn deine Bibliothek eigentlich? In der Stadt, in der Nähe von Kunstbauten. Und wie kommst du dahin? Mit der Tunnelbahn. Wie heißt das Ding? Tunnelbahn. Ich glaube, ihr nennt es U-Bahn in Hamburg. Tunnelbahn? Ja. Das klingt aber viel besser als unsere U-Bahn. Sag mal, warum arbeitest du überhaupt? Klaus verdient doch sehr anständig. Man kann nie genug verdienen. Na, hör mal. Bist du aber materialistisch? Ach, wir leben in einer materialistischen Welt. Und in einer sehr teuren dazu. Bei uns arbeiten fast alle Frauen in meinem Alter. Außerdem wüsste ich überhaupt nicht, was ich den ganzen Tag machen sollte. Klaus und die Kinder kommen doch erst abends nach Hause. Ja, aber werden denn die Kinder auch richtig verpflegt mittags? Ganz hervorragend. Ja. Hier sind meine Schlüssel. Mhm. Bitte verlies sie nicht. Und vor allem vergiss sie nicht in der Wohnung, wenn du weggehst. Ich werde mir Mühe geben. Und hier sind unsere Telefonnummern. Die erste ist Klaus, die andere bin ich. Wenn's brennt, ruf an. Nein, wenn's brennt, ruf ich immer die Feuerwehr. So, jetzt mach aber, dass du wegkommst. So, und komm gesund wieder. Ja. Nicht gut. Bad. Oh, bad. It's all right. But I must have... Oh, no, sis. This one? Yes, yes, yes. This one. This is a special model. And how... 30 krona. 30? Swedish krona. 30? Ja. Ja, nehme ich. Huh? Danke. Thank you very much. And sis in little. In noch littler. Nochmal. Ja? Ja? No, noch littler. I will show you. You can come here. This one,
No. This is for children's drawing. No. Nur wieder größer. Nur wieder so. So. No, girl. I'm sorry, we don't have it. Haben Sie nicht? This is only we have. Nein, Entschuldigung. Tut mir leid. Ich hätte das gern gehabt. Nein, das geht nicht. Verzeihung, sprechen Sie Deutsch? Nia tola tu verinte tyska. Entschuldigung. Bitte einen Moment, sprechen Sie vielleicht Deutsch? Nia tola in tyska. Aha, danke. Bitte einen Moment, sind Sie Deutscher? Sie auch? Deutsch, sprechen Sie Deutsch? Ich bin Französin, Madame. Oh, sorry. Verzeihen Sie bitte, sprechen Sie beide durch Zufall Deutsch? Deutsch? Ja, ich habe mich nämlich verlaufen und ich finde hier nicht raus. Ja, also, ja, sehr gut. Ja? Der Bäcker backt Brot. Wunderbar, wo haben Sie denn das gelernt? Ja, und der Fleischer macht Wurst. Ja. Und der Schuster? Er macht Schuhe. Ja, sehr gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kann ich Ihnen helfen? Wieso, sind Sie denn Deutscher? Ja, seit rund 22 Jahren. Mein Gott, wenn ich jetzt jünger wäre ich und in glatt um Hals fall. Bitte tun Sie Ihren Gefühlen keinen Zwang an. Nein, keine Angst, es passiert nicht. Aber ich habe mich nämlich verlaufen. Können Sie mich auf den rechten Weg bringen? Ach, mit Vergnügen. Ja, danke. Und könnten Sie mir noch eine Tasse Kaffee verschaffen? Ich sage Ihnen, die habe ich dringend nötig. Aber gern. Sehen Sie das Gebäude da oben? Wieso, das da? Da büffel ich von morgens bis abends. Was denn, Schwede? Ja, das haben die Leute hier so an sich. Jetzt eben haben Sie aber nicht gebüffelt. Jetzt sind Sie ganz schön spazieren gegangen. Ja, mittags muss auch ein armer Student mal was essen. Und ein bisschen sich die Beine vertreten. Dafür bin ich aber sehr dankbar, sonst wäre ich jetzt noch in der Altstadt umhergeirrt. Hier ist das Café. Hier? Mhm. Eigentlich sollte ich das ja machen. Ja? Überlassen Sie das aber lieber Leuten, die das können. So. Ich möchte mein Stückchen Zucker haben. Sie nicht? Nein, danke. Gut. Und nun? Jetzt setzen wir uns hin, wo wir wollen. Das ist hier so. Entzückend ist das hier. Ohne Sie hätte ich das nie kennengelernt. Ich bin starhübscher. Ja, gern. Reizend. Sieht aus wie ein Wohnzimmer. Dankeschön. Darf ich rauchen? Ja, also von mir aus, so viel Sie wollen. Sind Sie als Touristin hier? Nein, ich bin bei meinem Sohn. Der vertritt hier eine große deutsche Firma, wissen Sie? Im- und Export. Außerdem habe ich eine schwedische Schwiegertochter und zwei Enkelkinder. Und da ziehen Sie ganz allein durch die Stadt? Naja, der Junge geht zur Schule, die Kleine im Kindergarten und meine Schwiegertochter, die arbeitet als Bibliothekarin. Bin also sehr viel allein den ganzen Tag. Und Sie, was machen Sie nun? Ich studiere Forstwirtschaft. Was denn hier? Warum studieren Sie denn das nicht in Deutschland? Schweden ist führend auf dem Gebiet der Forstwirtschaft. Interessant. Also, was man alles nicht weiß. Ach, köstlich. Also, Mama. Ja, du gehst jetzt immer geradeaus, zweite Querstraße links und schon bist du an der Hauptstraße. Ach, Sigrid, er behandelt mich wirklich wie ein Baby. Was muss er trainieren, Leonie? Und so holen wir die Farmolella-Täter, lovade? Was hast du jetzt gesagt? Und bitte, Mutter, wenn du irgendwann nicht weiter weißt, ruf uns an. Die Nummer hast du, ja? Ja, ich gehe euch schon nicht verloren. So, und wir gehen jetzt zu unserer geliebten Tunnelbahner. Tunnelbahner! Jetzt bin ich auch wirklich gespannt, wer hier mit wem spazieren geht, was? Hey, da! Tunnelbahn.
Was sagt ihr? Sehr gut, oder? Na, der Mann rein. Aber nein, wir wollen doch heim. Bitte, jetzt fährt der. Wir haben ein Glas. Wir haben ein Glas. Wir haben ein Glas. Glas? Ja, aber wir haben Glas haben wir doch dann. Wo wollt ihr denn hin? Ach so, hier. Wollt ihr was trinken oder was? Was will. Was denn das? Ach bitte, einmal, ja? Hier, einmal, ja, so. Und wo bist du? Wo bist du denn? Wo bist du denn, was? Ach so, sie will. Nein, 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 nein. Sie will das. Niklas? Wo ist denn Niklas? Wo ist er denn? Wo ist er? Nein! Niklas! Runterkomm! Junge, du machst mich da unten! Komm runter! Oh Gott, Niklas, sei vorsichtig! Ich komme. Ach, was? Was denn? Was hast du denn? Oh, nein! Eine himmlische Ruhe ist es heute bei uns. Wird nicht mehr lange dauern. Sie müssen bald zurück sein. Na, du verstehst dich ja prima mit ihr. Deine Mutter? Na, noch. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass du nur noch Deutsch sprichst, als Jungs? Das haben wir doch ausgemacht. Am ersten Abend. Ja, aber nur, wenn sie im Haus ist. Jetzt sprichst du auch schon Deutsch, wenn sie gar nicht da ist. Mein Deutsch ist so schlecht geworden. Du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, dass Mutter pausenlos Deutsch mit mir spricht. Und sie gibt sich so viel Mühe mit mir. Mir geht das manchmal ganz schön auf die Nerven. Aber sie muss mich verbessern, das haben wir abgemacht. Ja, aber leider verbessert sie nicht nur dich. Ach, Klaus, du könntest ruhig manchmal etwas lieber zu ihr sein. Noch lieber? Hm? Sag mal, hat sie dir eigentlich gesagt, wie lange sie noch bleibt? Jetzt mach aber einen Punkt, Klaus. Denkst du eben meine Eltern auch so, wenn sie bei uns zu Besuch sind? Nee, deine Eltern finde ich prima. Außerdem wohnen die im Hotel. Aber Mutter? Du, erinnerst du dich an den Brief von Vater, als feststand, dass er sich von Mutter trennen würde? Dein Vater hat ein schlechtes Gewissen und versuchte, sich mit fadenscheinigen Erklärungen reinzuwaschen. Nee, nee. Er hat sich nur darüber beklagt, dass Mutter so keinerlei geistige Interessen hat. Und das stimmt auch. Sie hat nie auch nur den Versuch gemacht, über den Rand ihrer Kochtöpfe zu gucken. Dafür hat dein Vater es woanders rüber geguckt. Und das war auch nicht schön. Sigrid, ich rede hier von der Engstirnigkeit. Von dem Horizont meiner Mutter. Ist doch gar nicht nötig bei ihrer Intelligenz. Das schreckt mich jetzt richtig ein bisschen, wo ich sie so lange nicht gesehen habe. Na, wie lange ist sie jetzt schon hier? Das ist doch über eine Woche. Hat sie mich in den 8 Tagen schon ein einziges Mal nach meinem Geschäft gefragt? Hat sie dich schon mal gefragt, was du so beruflich machst, ne? Also, interessiert sie gar nicht. Ist ihr völlig gleichgültig. Du, ne Kommelon. Hallo, wo seid ihr? Na, schneller, du seelige Glotterin. Ich bringe euch eure Brut zurück. Wir haben uns prächtig verstanden, bis auf gewisse Sprachschwierigkeiten. Aber beim Eis waren wir uns wieder einig. Niklas, er ist zum Beispiel mal weg. Nee, hole dir, Niklas. Oh? Nee, man, hier liegt der Till da. Han geht schon zufrieden. Nee, man, Niklas, ja, ich sag Till, du war da verschickt. Ihr hört nicht. Ist passiert? Nichts. Niklas hat nur seine besten Hosen zerrissen. Du, das tut mir wirklich leid, aber der war plötzlich auf einem hohen Baum. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wie der da raufgekommen ist. Ah ja, das ist kein Problem, Mama, das kann ich nähen. Mhm. Komm, ich geh mal das Wetter raus, so klebe ich auch mal. So. Wirklich, ausgezeichnet. Danke. Selbst gebacken? Wo denkst du hin? Aus der Büchse, reine Konserve. Also, das ist wirklich kaum zu glauben. Du hast hier noch ein bisschen Tee? Und top. Na, was ist mit dir los? Bist ja so still. Danke. Ich habe in einer Tour gegessen. Mit vollem Mund soll man bekanntlich nicht sprechen. Meine Erziehung. Also das ist heute mein schönster Tag bei euch. Wirklich, du. Erst der Ausflug mit den Kindern und dann jetzt mit euch so gemütlich zusammen. Noch ein Stück? Du, danke, es reicht. Wirklich. Und du? Danke, bin satt.
Ich hatte ja keine Ahnung, dass ihr alle von morgens bis abends unterwegs seid. Wenn ich ehrlich bin, ich war die ganze Woche über ganz schön allein. So. Niklas, komm. Sag mal, bist du heute mit dem linken Fuß aufgestanden? Was, bin ich aufgestanden? Ach, du hast doch was, mir kannst du doch nichts vormachen. Ach, nein. Nein, es ist wirklich nichts. Nichts Besonderes. Komm, was ist jetzt los mit dir? Erzähl mal. Du, ich muss mich wirklich beeilen. Nein, nein, nein. Du setzt dich jetzt erst zu mir und erzählst mir alles. Komm, was ist los? Naja, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass Pernilla hat Anpassungsschwierigkeiten. Die Lütte? Mhm. Was denn für Anpassungsschwierigkeiten? Naja, im Kindergarten mit den anderen Kindern. Wir hoffen, sie sind altersbedingt, aber etwas Kummer bereitet es uns schon. Komisch, du, das habe ich überhaupt nicht bemerkt. Nein, ganz doch nicht. Du verstehst ja nicht, was sie sagt. Ach so. Bis vor kurzem hatte sie eine Kindergärtnerin, die sehr auf sie anging. Sie gab sich große Mühe mit sie. Mit ihr? Ah, ja, entschuldige. Mit ihr. Leider ist sie versetzt worden. Und mit der Neuen klappt das überhaupt nicht. Na ja, aber was kann man denn da machen? Ja, im übernächsten Jahr kommt sie zur Schule. Hm. Vielleicht muss ich mich dazu entschließen, sie aus dem Kindergarten zu nehmen und sie bis dahin zu Hause zu behalten. Na, das geht doch gar nicht. Du hast doch eine Stellung. Aber Mutter, ja, das ist es doch. Ah, das ist schon ein Problem. Mhm. Du arbeitest gerne in deiner Bibliothek, nicht? Ja. Würde es dir sehr leid tun? Sehr. Aber was sein muss, muss sein. Mhm. Hallo, kennen Sie mich noch? Sie sind doch das Findelkind aus der Altstadt. Ja. Haben Sie auf mich gewartet oder haben Sie sich wieder verlaufen? Nein, ich möchte gerne mit Ihnen Kaffee trinken gehen. Und außerdem habe ich ein Attentat auf Sie vor. Ach, solange Sie nur mit Kaffee und Kuchen schießen, ist mir das ganz egal. Sagen Sie, können Sie mir vielleicht schwedischen Unterricht geben? Sie wollen Schwedisch lernen? Nein, ich will nicht. Ich muss. Stellen Sie sich das nicht so einfach vor. Das ist eine ziemlich schwere Sprache. Außerdem weiß ich nicht, ob meine pädagogischen Fähigkeiten dazu ausreichen. Unsinn, ich brauche da nicht wie Goethe zu sprechen. Jedenfalls nicht wie ein schwedischer Goethe. Genügt völlig, wenn ich die anderen verstehe und selbst ein bisschen radebreche. Das lang. Also radebrechen sollten wir eigentlich schaffen. Also bei meinem Sohn, da ist nämlich eine Situation eingetreten. Ach, das ist ja Unsinn. Ich meine bei meiner Schwiegertochter. So eine Art Notlage. Jedenfalls, ich werde gebraucht. Sie, wahrscheinlich werde ich ein ganzes Jahr hier bleiben. Aber ich kann natürlich nur helfen, wenn ich Schwedisch spreche. Verstehen Sie das? Nee, aber das macht nichts. Sie, ich bezahle den Unterricht, wie sich's gehört. Ein kleiner Nebenverdienst wäre mir nicht unsympathisch. Aber ich weiß kein wirklich aber, nicht... Kein Aber, kein Aber. Wann fangen wir beide an? Soll ich zu Ihnen kommen? Nein, um Gottes Willen nicht. Meine Familie weiß doch gar nichts von meinem Entschluss. Das soll die große Überraschung werden. Verstehen Sie es jetzt? Nee, aber das macht nichts. Was soll schön? Nix. Nix. Ja, die war merkwürdig, zur Victoria. Merkwürdig? Ja. Klaus? Klaus, kannst du mal kommen? Ja. Ach, komm doch mal. Du, in der Küche, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Was? Nee. Was ist denn hier los? Mann, ist das eine Schweinerei. Hast du die Maschine angemacht? Ja. Was hast du denn für ein Spülmittel genommen? Hier, das war vielleicht ein bisschen viel. Das ist das Falsche. Das hättest du nehmen müssen. Nanu, was ist denn hier los? Mutter wäscht ab. Ich hatte dich doch wirklich gebeten, alles stehen zu lassen. Komm, komm, lass mich das machen. Nein, nein. Du glaubst, du kannst meine Mutter von was abbringen, was sie sich in den Kopf gesetzt hat? Irrst du dich? Hat mein Vater schon versucht. Ohne jeden Erfolg. Wie kannst du sowas? Gut. Ich habe einen Fehler gemacht. Bitte um Entschuldigung, wird nicht wieder vorkommen.
Aber mit deinem Vater hat das nichts zu tun. Nicht das Geringste hat es mit deinem Vater zu tun. Das hättest du ja nicht sagen dürfen. Gott, habt euch doch nicht so! Baum. Baum? Naja, der Baum, wie im Wald. Aha. Weiß ich nicht. Trät. Trät mit D, Entschuldigung. Ja, das weiß ich. Trät. Kamm? Das weiß ich wieder. Kamm. Bürste? Weiß ich nicht. Seife? Tut mir leid, weiß ich auch nicht. Sie sind heute aber schlecht vorbereitet. Ja, ich bitte auch um Entschuldigung. Na, ich weiß nicht, ob ich das entschuldigen darf. Sie zahlen ja schließlich. Ach. Na, was ist denn los? Haben Sie Ärger? Ach, Ärger. Kann doch keinen Ärger in Stockholm haben. Kenn doch keinen Menschen hier. Ja, mit Ihrer Schwiegertochter. Sie, meine Schwiegertochter, ist ein Engel. Und mit Ihrem Sohn? Mein Sohn? Mit dem habe ich noch nicht ein böses Wort geredet, seitdem ich in Stockholm bin. Naja, das kommt in der besten Familie vor. Also wir streiten uns immer. Ja, wir nie. Also entschuldigen Sie bitte. Das nächste Mal habe ich meine Vokabeln besser gelernt. Na, hoffentlich. Bringen Sie wieder so einen guten Kuchen mit? Ach, Sie sind schon einer. So, jetzt wasche ich aber noch schnell ab, bevor ich gehe. Alles abwaschen? Oh, das geht doch nicht. Aber das geht schon. Haben Sie eine Ahnung? Das geht nämlich bei mir ruckzuck. Ach, ist das ein Prachtstück. Gott, bin ich froh, dass Sie keine Spülmaschine haben. Soll ich Ihnen mal was verraten? Sauberer wird das Geschirr da drin auch nicht. Hallo, Nike! Mila! Hey! Mama, was ist da? Was damit tun? Wo warst du denn? Wo ist Peter wieder? Na, sag mal. Oh, prächtig. Ich wüsste ja gar nicht wiederzuerkennen. Und Mutter ist auch beim Friseur. Nanu? Dein Chef hat angerufen. Steinhoff? Mhm. Höchstpersönlich. Aus Hamburg? Nein, vom Flughafen. Er war in Oslo, ist für eine Nacht in Stockholm und gibt uns heute Abend die Ehre im Femsmobil. Oh, das ist aber eine gute Nachricht. Meinert hat mir nämlich aus Hamburg geschrieben, dass es in Oslo Stunk gegeben hat. Mit Kuhlmann? Naja, Steinhoff soll in letzter Zeit sehr unzufrieden gewesen sein mit ihm. Also wenn das stimmt, was Weinert mir geschrieben hat, dann habe ich Oslo in der Tasche. Freu dich lieber nicht zu früh, Klaus. Du weißt, Steinhoff ist manchmal unberechenbar. Nee. Wozu lädt er uns dann ins Femsmorhüs ein? Steckt da was dahinter, hat er doch sonst nie gemacht. Ich sag dir, heute Abend ist die Sache perfekt. Ist Oslo denn so wichtig? Na auch, ganz Skandinavien soll in einer Hand zusammengefasst werden. Also Kopenhagen auch noch? Na und Helsinki, du, wenn das klappt. Ja. Dann feiern wir Weihnachten auf den Bahamas. Wir kommen, Nike. Sag mal, warum ist Mutter eigentlich auch beim Friseur? Sie kommt mit. Was? Deine Mutter kommt mit. Sag das nochmal. Nein, wir sind so verschreckt. Die will irgendwie merkwürdig mit dir. Sprich Deutsch. Es ließ sich einfach nicht umgehen. Es ließ sich nicht umgehen, bei einer für mich lebenswichtigen Besprechung ohne meine Mutter zu erscheinen. Kannst du mir das mal erklären? Von lebenswichtig war ja bisher nicht die Rede, nur vom Essen. Steinhoff rief an und Ludo sah. Darauf sagte ich, du müsstest ohne mich kommen, da wir deine Mutter zu Besuch haben und ich sie abends nicht gern allein lasse. Weil doch schon tagsüber keine von uns zu Hause ist. Und da hat er gesagt, wir sollen sie mitbringen. Ja, ihr bestand darauf. Mutter und Steinhoff, die haben sich doch überhaupt nichts zu sagen. Umso besser. Dann werde ich mich mit Mutter unterhalten und ihr könnt alles in Ruhe bereden. Ach, das hättest du verhindern müssen. Mutter stand daneben, als sie anrief und hörte jedes Wort. Außerdem, was ist denn dabei? Du tust gerade so, als ob deine Mutter... Hallo, wo seid ihr denn? Wir sind hier. Na bitte. Na, wie sehe ich aus? Das ist eine hinreißende Torte. Hör nicht auf ihn, er hat heute wieder seinen charmanten Tag. Mutter, du siehst prima aus. Genau richtig für heute Abend. Ach du, ich freue mich so wahnsinnig, dass ihr mich mitnehmt. Keine Angst, mein Junge. Die Locken mache ich noch raus. Ja,
bitte nicht so voll. Oh. Wie viele solche Gläser kann man eigentlich lebend überstehen? Sie bestimmt eine ganze Menge, aber ich muss vorsichtig sein. Ja, und ich auch. Ja. Oh, die Damen wollen uns im Stich lassen. Das dürfen wir nicht erleben. Frau Seipold? Frau Seipold? Herr Seipold? Aber was uns auch zustoßen mag, Herr Steinhoff, Sie haben uns auf dem Gewissen. Prost! Skål! Skål! Natürlich, Skål! Sind Sie das erste Mal in Stockholm, Frau Seipold? Nein, nein, meine Mutter war vor ein paar Jahren schon mal hier. Bei der Taufe unserer Jüngsten. Oh, bitte das da, ja? Ja, aber damals bist du mit Vater bei mir nicht so fein ausgegangen wie heute. Vielen Dank. Damals habe ich auch noch weniger verdient. Ich glaube übrigens nicht, dass es Herrn Steinhoff interessiert. Wieso langweilig Sie? Aber nicht im geringsten. Ich kann Ihnen verraten, dass es Zeiten gegeben hat, wo ich nicht einmal per Fahrrad an eine Reise nach Schweden denken konnte. So wenig Geld hatte ich damals. Also Sie sind mein Mann, Herr Steinhoff. Prost! Auf Ihr Wohl. Meine Mutter drückt sich manchmal etwas seltsam aus. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe das natürlich nicht wörtlich gemeint. Schade. Aber nicht so viel. Übrigens, ich möchte mich gern bei Ihnen bedanken, dass Sie mich auch eingeladen haben. Ich bedanke mich, dass Sie mitgekommen sind. Oh, Prost. Ich fand das großartig, was Sie eben gesagt haben mit dem Fahrrad. Wissen Sie, die meisten Menschen, die sind ja so fein geworden. Die haben ganz vergessen, dass sie früher das Geld auch ohne Handschuhe angefasst haben. Ja, ja, die Sorte kenne ich. Mhm. Wenn es mir gut geht, und heute geht es mir ja besonders gut, muss ich immer an die Zeiten denken, wo mir das Wasser bis zum Halse stand. Gleich nach dem Krieg, ja, vor der Währungsreform. Zwei kleine Kinder, kein Geld, kein Mann, nichts gelernt. Kein Mann. Das hört sich ja so an, als ob wir unehelich wären. Ja, das war denn nicht, aber praktisch, praktisch war das schon so. Mein Mann war nämlich in Gefangenschaft, ist erst 52 zurückgekommen. Ah. Und wie haben Sie die Kinder und sich durchgebracht? Mhm. Außer Kochen hatte ich nichts gelernt, also bin ich kochen gegangen, zu den Tommys. Mama. Entschuldige, zu den Engländern natürlich, im Unteroffizierscasino. Geld gab's nicht, war ja aber sowieso nichts wert. Aber ich konnte immer Essen für die Kinder mitnehmen. Das waren Zeiten. Heute kann man gut darüber lachen, aber damals? Soll ich mal was verraten? Wenn der Küchensergeant nicht hingeguckt hat, habe ich öfter eine doppelte Portion mitgehen lassen. Mutter. Keine Bange, keine Bange. Deswegen ist kein englischer Soldat verhungert. Prost. Ich bin sogar Kohlenklauen gegangen damals. Was denn, Sie auch? Ja. Und wo haben Sie Ihre gefunden? Ja, auf dem Güterbahnhof. Wenn die englischen Kohlentransportzüge durchkamen, da fiel ja immer mal was auf die Gleise. Ne? Na, ich sag ja, wir haben aber vieles gemeinsam. Das muss ich schon sagen. Ja, ist ja nun Gott sei Dank vorbei. Ne? Na, sehen Sie sich das Prachtstück an. Das ist daraus geworden. Im Augenblick sieht er zwar sehr unglücklich aus. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, warum. Ich sehe überhaupt nicht unglücklich aus. Es imponiert Ihrem Sohn bestimmt enorm, wie Sie die Familie über Wasser gehalten haben. Mir imponiert es jedenfalls sehr. Auf Ihr Wohl. Und auf das Ihre. Prost! Also, ich habe meine Mutter noch nie so ausgelassen gesehen. Hast du eine Ahnung, wie ausgelassen ich und dein Vater sein konnten? Ich werde mal etwas gestehen, ja? Sein Vater hat mich sogar auf der Straße angesprochen. Das heißt, Moment. Nein, nein, damals war er noch nicht sein Vater. Das hätte ich sicher auch getan. Ja, die Gelegenheit haben Sie leider verpasst. Es war Krieg und der Urlaub war so kurz. Ja, das kannte ich. Da musste man sich mächtig ranhalten. Oh, ja, das hat sich meiner wahrscheinlich auch gedacht. Ihr Mann ist sicher mächtig stolz auf Sie. Ja, das glaube ich kaum. Wir sind nämlich seit einigen Wochen geschieden. Ach, das wüsste ich natürlich nicht. Und woher sollten Sie auch? Ach so. Ist doch auch gar nicht so wichtig. Prost. Ich warne Sie. Wenn Sie meine Mutter jetzt nicht stoppen, erzählt sie Ihre ganze Ehegeschichte. Nein, das tut deine Mutter nicht. Sie will mich einen Augenblick entschuldigen, ja? Oh, hallo. Dann, das geht schon. Das geht schon. Ich komm gleich wieder. Ich kümmere mich um Sie. Ja, ja. Herr Steinhoff, das ist mir alles entsetzlich peinlich. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Ich finde Ihre Frau Mutter besonders nett. Wenn sich jemand entschuldigen muss, dann bin ich das denn. Ich bin da wohl mit Ihrem Vater vorhin etwas ins Fettnäpfchen getreten. Aber ich bitte Sie, das konnten Sie doch gar nicht wissen. Nein, ich fürchte nur, das
Hat sie aus dem Gleichgewicht gebracht? Ich glaube, dass es mir der Aquavit gewesen ist. Meine Mutter ist nämlich Alkohol gar nicht gewohnt. Ach so. Was ich Sie noch fragen wollte, Herr Steinhoff. Ja? Meine Frau hat mir erzählt, dass Sie aus Oslo gekommen sind. Ja, ich hatte da etwas Ärger mit Kuhlmann. Ach, mit Kuhlmann? Der gilt doch als sehr tüchtig. Tüchtig nenne ich was anderes. Ist denn an diesem Gerücht was dran, das ich da gehört habe, dass Sie eventuell planen, sämtliche skandinavischen Filialen in einer Hand zusammenzufassen? Das ist nicht ausgeschlossen. Sie wissen sicher, dass ich eine derartige Lösung immer zwingender anbiete. Es tut mir schrecklich leid, aber ich fürchte... Ja, wie geht es Ihrer Schwiegermutter? Nichts Besonderes. Bitte gib mir den Wagenschlüssel. Ich möchte Sie nach Hause bringen. Was? Ich glaube, das wird das Beste sein. Sie ist sehr irren dran. Sie können die Damen jetzt unmöglich alleine fahren lassen. Das ist mir wahnsinnig peinlich, Herr Steinhoff. Das ist wirklich nicht nötig, Herr Steinhoff. Es wäre mir furchtbar unangenehm, wenn dadurch diese nette Abend... Ich bestehe darauf. Ich schaffe es ganz bestimmt allein. Aber wir wollten doch noch über dieses Skandinavien-Projekt sprechen. Aber das hat doch Zeit, mein Lieber. Sie bringen jetzt Ihre Damen sicher nach Hause. Ich erledige das hier, ja? Ich komme bestimmt bald mal wieder nach Stockholm und dann reden wir in Ruhe darüber. Sie sind sehr liebenswürdig. Ich bin sehr. Tschüss, mein Lieber. Und empfehlen Sie mich Ihrer Frau Mutter sehr herzlich. Danke. Einen doppelten Aquavit. Niklas, komm wieder. Bilan. Gut. Na nun, was ist denn mit dir los? Gehst du heute nicht arbeiten? Nein. Nein? Oh, du, das finde ich aber nett von dir. Das freut mich. Ich muss was mit dir besprechen. Ach du meine Güte, was denn? Hm? Komm, setz dich. Nein. Soll ich dir Frühstück machen? Nein, 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 ich kann Essen und Trinken nicht mehr sehen. Nicht die nächsten 10 Jahre, sage ich dir. Oh. Was ich dir jetzt sagen muss. Sigrid, Sigrid, ich habe zwar Kopfschmerzen, aber ich liege nicht im Sterben. Also, sag schon endlich, was los ist. Es hat gestern noch einen furchtbaren Krach gegeben. Was zwischen euch? Ach du, das tut mir leid. Warum siehst du mich so an? Doch nicht meinetwegen. Doch. Habe ich mich so daneben benommen? Überhaupt nicht, im Gegenteil. Herr Steinhoff lässt dich noch mal herzlich grüßen. Entschuldige, entschuldige bitte, aber jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Also warum habt ihr euch denn da nun gestritten? Klaus hat sich von diesem Abend ungeheuer viel versprochen, geschäftlich. Und daraus ist nun nichts geworden. Ja, na und? Aber dafür kann ich doch nichts. Was habe ich damit zu tun? Mutter, ich möchte... Ich muss dich bitten, bald abzureisen. Was denn? Du willst mich loswerden? Ich will überhaupt nichts. Gar nichts. Aber sonst gibt es eine Katastrophe. Und die will niemand von uns. Du am allerwenigsten. Und ich natürlich auch nicht. Würdest du jetzt bitte versuchen... oh Gott, habe ich Kopfschmerzen. Würdest du bitte versuchen, mit mir jetzt Deutsch zu reden? Entschuldige bitte, entschuldige vielmals. Würdest du mit mir Klartext sprechen? Die Sache ist ganz einfach. Wenn du noch länger hier bleibst, werden Klaus und ich uns so in die Haare geraten, Mutter. Unsere Ehe geht kaputt. Ich habe doch nicht meinetwegen. Ja. Das ist ja ungeheuerlich. Das ist ja ungeheuerlich. Mein Sohn und meine Schwiegertochter streiten sich so über mich, dass ihre Ehe kaputt geht. Und ich weiß gar nichts davon. Sag mal, was habt ihr denn an mir auszusetzen? Sag mir doch das mal. Reg dich doch nicht auf, Mutter. Du bist ja vielleicht gut, ich soll mich nicht aufregen. Das kann doch wirklich nicht dein Ernst sein. Sag mal, was tue ich euch überhaupt? Was ist denn los mit mir? Mit dir ist gar nichts, Mutter. Es ist einzig und allein die Schuld von Klaus. Was Klaus will, dass ich verschwinde? Nein. Ja, und nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir, seit du hier bist, ständig streiten. Heute Morgen haben wir noch kein Wort miteinander gesprochen. Mutter, du weißt, wie gern ich dich habe. Und Klaus hat dich ja auch gern. Aber was soll ich machen? Sigrid, Sigrid, eins musst du mir glauben. Wenn ich die geringste Ahnung davon gehabt hätte, ich wäre längst über alle Berge. Das hätte ich nicht erlaubt. Doch. Ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt bloß? Ja,
Ich sag einfach, dass ich angerufen worden bin. Dringend. Und schon morgen fahren muss. Morgen schon? Nein, ja, nein, doch, nein, doch, Mutter, doch, nein, doch. Der Anwalt hat angerufen wegen irgendeiner finanziellen Sache. Wegen der Scheidung. So mache ich's. Einen Moment mal. Ich habe meine Ansichtskarte noch gar nicht eingestellt. Gib her, Mutter, das kann ich ja machen. Ja, gut. Alles Hamburg, da bist du ja zuerst da. Das macht nichts. Hauptsache, die wissen, dass ich in Stockholm war. Hast du deinen Pass? Oh, ja, ich warte. Doch, ich habe ihn ganz bestimmt, aber ich sehe lieber noch mal nach. Warte mal. Ja, Gott sei Dank, da ist er. Das Portemonnaie? Ja, habe ich auch. Und die Wohnungsschlüssel und die Haustürschlüssel und die Fahrkarte. Mila. Alles. Hoffentlich hat sie bei uns gefallen. Ja, sehr sogar. Ich wünsche mir sehr, dass du bald wiederkommst. Danke, Siegel. Das wird diesmal eine Weile dauern. Das kann man nie wissen. Ja, ich glaube doch. Stell ich mir den Koffer raus, aber die Tasche lass ich unten. Ja. So. Oh. Na? Morgen. Jetzt wird's ernst, Mutter. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Und vielen Dank für alles. Reisende med Tog mot Köpenhamn, Hamburg, so. Basel. Auf Wiedersehen, Oma. Auf Wiedersehen, Oma. Jag gläder mig. Om ni kan komma till mig. Jag vill tala svenska med er från morgon till kväll. Varsågod. So sprichst du plötzlich Schwedisch? Ich habe mir erlaubt, heimlich Unterricht zu nehmen. Unterricht? Warum eigentlich? Warum? Ich möchte mich doch gern mit meinen Enkelkindern unterhalten können, wenn hier mal nach Hamburg kommt. Geh doch!